Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Doch, der war so cool. Von den Farben her. Erstmal blau oder geil. Ja, deswegen habe ich eine Aufnahme gestartet. Okay, mach einfach. Ich muss eine Aufnahme starten, ja? Ja, ja, mach. Und damit herzlich willkommen zu Folge 139. Ein ganz wirrer Beginn. Und zwar habe ich etwas vorbereitet. Und ja, Lukas darf es nicht wissen. Okay, ey. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier in meinem kleinen Mauerwerk-Türmchen. Ah, ich sehe deinen Namen, ja? Ja, bleib auch da hinten, mein Freund. Bleib auch da hinten! Ja. Ich muss nur draußen an meinen Biber. Darf ich da dran gehen an meinen Biber? Ich gucke hoch. Wo steht er? Der steht auch direkt hier vor. Okay, ja. Also. Hast du eine Meldung bekommen? Ich habe nichts bekommen, nein. Okay, gut, gut, gut. Also, ich möchte mal kurz an der Stelle anmerken, ich habe keine Ahnung. Lawrence hat quasi gerade mehr oder weniger aus dem Nichts die Aufnahme gestartet, in Anführungsstrichen. Ich bin komplett verwirrt. Das ist was ganz Spontanes gewesen. Während du noch das ganze Holz da reingeräumt hast, habe ich nämlich etwas getan. Hä? Ah, Leute! Damit jetzt willkommen zu Folge 139. Ja, Lukas hat keine Ahnung, was ich gemacht habe oder was ich mache. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Denn, Jan Lukas, wo bist du? Bist du hinten im Mauerwerk oder was? Ich bin immer noch im Mauerwerk, ja. Mach hier gerade Feuerparty, Alter. Ja, komm mal raus. Warte, ich bin hier gerade am noch... Ups, ich hab's Feuer ausgemacht, das war ja dumm. Wir haben ein neues Familienmitglied. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Doch, der war so cool. Von den Farben her. Erstmal blau oder geil. Ja, deswegen habe ich eine Aufnahme gestartet. Alter, das ist nicht. Guck mal, er ist so süß. Plaudergeil, Leute. Neben Bisasam haben wir jetzt auch noch Plaudergeil. Lustigerweise war der sogar High Level. Der ist 238! What the fuck? Weißt du, wie ich den gezähmt habe? Nee. Das ist leider alles nicht in der Aufnahme drin. Ich habe ja gerade eben erst spontan gestartet. Der ist auf meiner Brücke gelandet. Vom, was er macht, für Geräusche macht, Alter. Also auf der Brücke vom Gewächshaus ist er gelandet. Und dann, also ich habe den vorher die ganze Zeit schon gesehen und dann habe ich mir noch Bolas gemacht. Dann habe ich den gebolert und habe ich ihn betäubt und auf der Brücke gezähmt. Lol. Ich habe sein Geräusch auch gerade gehört. Weißt du, warum ich den gezähmt habe? Aus einem Punkt. Nee, Alter, oh, hol die Fresse, Plaudergeil. Ich wollte also wir hatten ja aber gesagt, wir wollen so ein paar Pokémon-Namen hier reinbringen, ne? Mhm. Plaudergeil, bunt und der kommt in den Streichelzoo. Ja, für den Streichel zusammen. Ihr seht danach nie wieder Tageslicht sehen. Alter, lol, ne? Ey, lul. Auf ihm. Wie sieht's aus? Warte, heb du ihn mal auf. Oh, wie er fliegt. Ja, da habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Ich auch. Naja. Flieg! Den setzen wir jetzt mal zu den anderen kleinen Tieren. Und Leute, weil ich jetzt die Aufnahme gestartet habe... Die Schnecke. Weißt Alter, du, du hast letztens auch die Schnecke gezähmt. Ja, gut. Guck mal. Der muss ein Stückchen weiter nach vorne. Ja, der hat nicht gepasst. Ne, der muss eigentlich ein zu kleiner Depp, weil der ist auch so ein... Oh ne, der sitzt jetzt perfekt hier in der passt Ecke. Perfekt. Da passt doch nichts mehr zu... Also, wenn wir da reinfallen, wir haben richtige Arschkarte, wir kommen da nie wieder raus. Juhu. Doch, ja, Lukas hat derweil in jedes... Oh nein. Nee, hat überall hinten die Fackeln aktiviert und sowas und macht jetzt noch Lagerfeuer für Kohle, dass wir irgendwann mal Holzkohle haben für, Schlag mich tot. Wie heißt das? Zündpulver. Schießpulver. Oder Zündpulver. Ja, kommt doch vielleicht noch. Und, ja, jetzt habe ich ja die Folge gestartet und Leute, eigentlich war ja geplant, dass ich das Gewächshaus weiterbaue und das mache ich jetzt auch. Fun. Ja? Ja. Okay. Dann sagst du?
Raus. Ich habe ja zwischen den Folgen, war mir halt jetzt die ganze Zeit noch auf dem Server, ist halt immer noch derselbe Aufnahmetag, wie vom von letzter Woche. Ja. Hab ich schon was vorbereitet, und zwar Sachen vorbereitet für meine eigentliche Folge, dass ich direkt mit Bauen hätte beginnen können. Und das machen wir jetzt einfach. Also ich habe hier so ein paar Ressourcen drin fürs Gewächshaus. Und da probieren wir uns jetzt einfach mal aus. Und bauen das Gewächshaus weiter. Ich stelle mir jetzt gerade noch einen Timer. Ich gucke jetzt gerade mal, wie lange die Aufnahme schon geht. Die geht 5 Minuten. Dann stelle ich gerade noch einen Timer für 15 Minuten. Dann haben wir nämlich wieder eine knackige 20-Minuten-Folge. Und Lukas, jetzt habe ich dich ein bisschen überrumpelt, ne? Ja, tatsächlich, ja. Aber ich sag mal so, ich nehme es jetzt einfach so, wie es ist, und fliege jetzt weiter meine Runde. Ich fliege jetzt einfach weiter meine Runde und guck, ob ich mir irgendein anderes Tier zum Zähmen gerade finde. Auch was Geiles zähmen, ne? Vielleicht. Ja, ich will auch was Tolles haben. Nein, aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich war ja sowieso auf der Suche nach verschiedensten Tieren, die cool aussehen. Ich werde jetzt mal nicht unbedingt wie in der letzten Folge extrem auf den Säbelzahn gehen, sondern auch mal so allgemein. Ich nehme auch gerade mal einfach die überragende Flinte mit, damit ich dann auch gleich mal direkt überragend zähmen kann. Überragend? Grundsätzliche Frage, haben wir überhaupt noch Betäubungsdarts? Nope. Vertikal. Oh, wir brauchen vertikal. Leute, wir können jetzt leider noch nicht auf die Kommentare eingehen zu dem Gewächshaus. Oder bis dato konnten wir es noch nicht. Da gehen wir dann in den nächsten Folgen drauf ein. Genau. So. Aber ihr seht ja jetzt, wie mein, oder ja, wie ich mir das Gewächshaus vorstelle und wie ich es auch baue. Das Grundgerüst habt ihr ja letzte Folge schon gesehen. Für die, die es noch nicht gesehen haben, hier sind einfach nur 4 Pfeiler und Rest baut man dann halt oben drauf. Also die Pfeiler sind eigentlich mit das Stressigste. Wenn das halt einmal hast, dieses Grundgerüst, sage ich jetzt mal, dann ist der Rest eigentlich total easy. Was jetzt hier nochmal ein bisschen tricky ist, ist das hier zu hinzusetzen. Dass das auch später gut hochkommt. Und passt dazu? Machen wir nochmal einen Ticken zurück. Aufheben. Aufheben. Können wir das auch noch aufheben? Ja, das kann ich auch noch aufheben. Machen wir den ungefähr hier, wo der Schatten ist. So. Läuft doch alles, ja, perfekt. Ich habe, glaube ich, noch nie so spontan eine Aufnahme gestartet. Nein, definitiv nicht. Das war wirklich sehr spontan, ja. Machen wir das nämlich so dahin. Sodale. Södele. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wir haben ein neues Familienmitglied. Oh, den muss ich auch direkt mal eintragen, wenn wir schon dabei sind. So, das ist jetzt die Wasserzuleitung. Geil. Geboren. Folge. Ja, ich pack's mal in Folge 139, ne? Ja, genau, ist ja 39. Ja. Stimmt, ja, ja. 139. Wieder jetzt eine komplette Folge. Ich habe die Folge ja danach nicht beendet. So, Leute. Jetzt kommen hier nämlich die Wasserrohre hoch. Der grüne Affe rennt absolut ins Wasser. Den müssten wir eigentlich auch noch zähmen, ne? Der wäre halt echt cool, ne? Ja, aber du hast doch schon Affen. Ja, aber ich wollte ja immer 2 in so einem Gehege haben. Okay, ich muss hier erstmal. Und der ist halt radioaktiv. Das ist ja, stimmt's auch wieder, ne? Der ist auch so low level, den könnte man auch taktisch schnell zähmen. Ich mach das gerade mal. Lul. Ja, ich bin gerade sowieso auf dem Gedankengang. Schreck. Was essen die nochmal für Beeren? Mejo-Beeren. Mejo, ne? Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade meine Überlegung über den Haufen geschmissen, da ich gerade die Darts machen wollte und realisiert habe, ach du Scheiße, da brauchen wir ja übel viel Munition für und heißt übel viel Schwarzpulver. Ich werde jetzt wirklich das, was ich gerade eben angefangen habe, wo ist denn der grüne Affe? Kannst du mir das gerade beschreiben? Der war gerade im Wasser hier. Perfekt. Unmittelbar beim Gewächshaus. Ja, ich werde jetzt gleich mir ganz viele, also ich werde mich jetzt gleich nochmal auf den Biber setzen und ganz viel Holz farmen und dann
ganz viele Lagerfeuer aufstellen, weil wir brauchen wirklich fucking viel Schießpulver. Ach, da hinten ist der grüne Affe, ich sehe ihn. Ja, brauchen wir so viel, oder was? Alter, das ist... Der rennt von mir weg, der Wichser. Man muss sich ja von hinten an die ranschleichen, ne? Genau. Der ist übel schnell, Alter. Ja, weil der sich erschreckt hat wahrscheinlich. Der arme Kerl. Warum geht das jetzt nur in diese Richtung? Das ist jetzt nicht in ihr Ernst hier, ne? Aha. Level 24, ja, der sollte relativ fix gezähmt sein. Ich habe schon einen perfekten Namen. Ja? Ja. Jetzt muss ich mal gerade was ausprobieren. 21% gezähmt. Das ist jetzt schräg. Das ist vertikal. Wenn ich jetzt mal hier das Vertikale noch eins darauf setze, was eigentlich gar nicht mein Plan war. Hamburger SV kommt dich besuchen. Das kommt so. Er hat gekackt. Jetzt komme ich da natürlich nicht ran, ne? Ach, Mann. Aber ich habe eine Idee. Läuft doch nicht so, wie du wolltest. Nee, das, ja. Ich pack gerade hier ein bisschen ab, weil das irgendwie dann komisch im Kreuz. Aber ich habe eine Idee, wie es umgehen kann. Und zwar machen wir jetzt den hier. Hallo, Hamburger SV. Hallo. Er kommt dich echt gesagt. Besuchen, ne? Lol. Ja. Er ist so weit nach vorne gegangen, wirklich. Du bist da am Zähmen, dann renne ich hier hinten her. Und zwar Bibi. Sehr von dir. Bibi. Der hat ein Problem mit dir, aber dass sie Megatron neben dem her stampft, das juckt ihn gar nicht. Bibi. Komm mal her, Bibi. Da ist er. Hast du ihn? Ja. Ja, moin. Nice. Was brauche ich jetzt hierfür noch? Ich brauche noch Holz. Und zwar habe ich jetzt einen Plan. Gehört zwar jetzt eigentlich gar nicht so zum Gewächshaus. Also doch, gehört ja schon zum Gewächshaus. Aber das ist halt nur ein Schönheitsaspekt. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Oh, jetzt habe ich hier schon geguckt. Verfickte Scheiße. Ihhh. She-Hulk. Die weibliche Form vom Hulk, weil es halt weiblich ist und klein. Ach so. Hulk, geboren. Ihr Beut. Folge. Alter, wie die ganzen Dinos hier nerven, Alter. So, jetzt habe ich das gecraft. Oh, hier hinten ist noch ein kleiner Affe. Tim. Oh, absolut, Junge. Rein da, Yalla, Bibi. Yalla, Habibi. Wo ist er hin? Oh mein Gott, wo ist er? Hallo, Affe? Hamburger SV. Chillt hier ab, Alter. Ach, da ist der Affe. So, und jetzt ist mein Plan, wenn das jetzt funktioniert, dann wäre natürlich jetzt optimal, wenn ich da oben jetzt wieder irgendwie abbauen kann. Warte mal. Kann ich das jetzt... Jo, wie weit ich den Affen schmeißen kann. So, dann bringe ich den jetzt mal nach Hause. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, das ist jetzt so ein nerviger Punkt, der absolut auffällt, Alter. Es wäre so einfach. So fucking einfach. Was in Arg ist leicht? Vor allem, ich verstehe das Prinzip nicht, warum es erst nur darüber geht, aber wenn du eins darüber machst, dass es noch darunter geht. Gib mir die Birne. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Ist das Gute? Ja, hier die Wasserleitungen. Also, habe ich gerade ein kleines Problem. Kleines, aber feines. Ja. Komisch ran. Ja, ja. Abreißen. Und dann bleibt das da auch. Das weiß, das ist so fucking unbelohnt. Das reiße ich auch. Ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich jetzt schon, wenn das Dingsgehege, Kleintiergehege fertig ist. Weißt du warum? Weil die ganzen Mistviecher da weg sind, ja. Die haben sie gar nicht lieb. Nein, die sind einfach Mittel zum Zweck. Komm ich bitte ran? Komm ich da bitte ran? Nein. Ich glaube halt wirklich nicht. Was wollte ich jetzt machen? Oh, jetzt muss ich noch. Nein! Ich hab mich gerade runterfallen sehen. Och, das ist so eine nervige Scheiße. Jetzt bist du auch noch so lahmarschig hier.
Ja, da ist ja. Sogar eine Loot Drop. Ja, ja, die Pest. Kann ich hier mal, warte mal. Ich komme mir noch nicht drauf klar, dass das wie spontan die Folge angefangen hat. Eine Holzdecke. Herstellen. Oh, warte mal, Emanuela, so. Du hast doch gewiss auch Holz in dir drin, oder? Das hält jetzt gerade nur auf, Alter. Nichts anderes! Oh, 4 Holz. Abreißen. Ah, ne, Quatsch. Lass die Finger von Emanuela. So, jetzt muss ich das. Sagst du, bist doch nicht in der einen Folge fertig? Nee, auf gar keinen Fall. Also, echt, hält das so auf doch noch? Ja, gerade hier diese Scheiße konnte ich da drauf hüpfen, natürlich nicht, ne? Wäre auch Schwachsinn. Sehr, sehr interessant aus von hier oben. Ja, ich muss hier gerade eine Erhöhung bauen, damit ich was abreißen kann. Das ist doch geil. So unnötig, ey. Holz, Holz. Ich brauche Holz. Bass, Bass. Wir brauchen Bass. Was geht denn alle? So, ein Baum reicht mir. Und dann hoffe ich, Leute, ich hoffe es, dass ich das dann abreißen kann, weil dann ist das Schwierigste eigentlich gemacht. Ich brauche noch einen Baum, ne? Kann's sein? Mir fehlt ein fucking Holz. Weißt du, es ist schon wieder so ein, ich komm so ein Moment. Ich komme gerade zu dir. Nee, ich habe hier gerade schon. Alles ja, hast gut. Du? Okay. Ja, ja. Ich bin gerade sowieso langsam, ich hätte es nicht mehr geschafft, zu dir zu kommen. So, die Folge wäre zu Ende gewesen bis dahin. Und jetzt schmeiße ich den Rest Holz weg, weil dann kann ich schneller laufen. Wahrscheinlich brauche ich gleich Holz. Ich sehe es schon. Hallo Rudolf, shit happens. Lass mich durch, Rudolf. Ich daherlaufen sehe. Also wenn ich Hamburger SV gleich nicht da raushole, ne, wird er im Leben nie wieder hier rauskommen. So, geil. Jetzt. Ja, wahrscheinlich wollte ich das auswählen. Hallo. Aha, besser ist. Bisschen Struggle gerade, muss ich sagen. Aber jetzt kommt das dahin. Jetzt kann ich nämlich hier hoch. Und jetzt komme ich wahrscheinlich immer noch nicht da dran, oder? Bitte. Und jetzt komme ich wahrscheinlich immer noch nicht dran. Das ist jetzt nicht irgendwie. Was macht eigentlich der einzige Paul hier oben, dieser, der so, der wilde Paul? Ich habe keine Ahnung. Ja, gib mir doch nicht. Bitte dieses Teil, Alter. Warum? Ich krieg's nicht. Kann ich irgendwie behilflich sein oder so? Warte mal, schnell. Ja, jetzt kann ich es nur abreißen. 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 Jetzt muss ich. Geht das geht doch eh nicht da dran, oder? Das geht doch eh nicht da dran. Eins herstellen. Alter, das ist so ein. Ist so ein Rotzspiel, Alter. Ohne Witz, guck es dir an. Guck es dir an! Das war jetzt eigentlich nicht Sinn und Zweck davon. Und das ist wahrscheinlich das Dümmste, was ich hier gerade. Ich kann es noch nicht mal machen, weil ich keine Wände mehr habe. Stabil. Oh, Kopfschmerzen. Das ist einfach nur Kopfschmerzen, die das Spiel gerade macht. Was? Oh, ich bin so dumm. Nee, ich bin nicht dumm. Strohwand. Eine herstellen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Nein, ich wollte dich wirklich nicht holen. Keine Angst. Ich suche gerade ein anderes Tier da. So, jetzt machen wir nämlich den hier. Und wenn ich das doch jetzt hier hinpacke, ja, das war klar, dass das kaputt geht, ist mir aber jetzt auch mal scheißegal. Jetzt, wenn ich jetzt das nicht kriege, aha, besser ist es. Das kann ich jetzt sogar alles machen. Was auch immer du machen wolltest, hat's geklappt? Es hat funktioniert. Geil, freut mich für dich. Funktioniert. Sensationell. Sensationell? Bist du Carla Kolumna, Alter? Ja, Mann. Ja, Mann. Und das passt jetzt auch. Bin ich. Jetzt, wir sind wieder auf dem Weg hier. Bist du auf dem Kurs? Auf dem Kurs, genau. So, das machen wir jetzt wieder hier hin. Bitte, Alter, nehmen Sie das. Wie langsam Anke ist, alter Schwede. Bitte, setzen. Nein, ich hab's falsche gecraftet. Gerade dieses, Das war gerade so, naja, mein Leben ist trotzdem schön bis hierhin.
Jetzt habe ich das Richtige. Aha! Besser ist. So, jetzt geht's weiter. Jetzt können wir nämlich diese da. Ja, wahrscheinlich wollte ich das auch schon wieder machen. Wo bin ich denn jetzt mit meinem Ding hier? Hier. Also das ist gerade irgendwie wieder purer Stress hier, ne? Purer Stress. Ja, also du baust halt auch, ne? Ja, aber das war letzte Folge nicht so. Ja gut, da hast du auch nur Holz gebaut und da war die Folge auch mit dir. Ich hoffe, dass die Dinger... Ich auch. Jetzt ist die Folge schon zu Ende. Verwerfen. It's a raining man. Hallelujah. Meinst du, die kriegen hier unten Wasser? Nee, ich glaube nicht. Ich bin nur drüber geflogen, hab gesehen, wie viel da ausgelaufen kam. Ja, aber ich weiß, ja, aber eigentlich müsste da doch nehmen, ne? Ja, doch, klar, logisch. Eigentlich schon, ne? Fehlt mir jetzt hier Stein. Ich glaube, ich glaube, es geht nicht mehr anders. Was? Ich bin noch nie so langsam gelaufen, glaube ich. So, jetzt können wir nämlich hier dasselbe auf der Seite noch machen. Folge ist. Die Folge ist jetzt auch schon zu Ende. Das mache ich jetzt gerade noch fertig. So. Können wir nämlich hier überall Dingens hin. Warte mal. Nee. Übrigens, kurze Info. Ich weiß nicht, ob du den Kommentar unter einem von den letzten Videos gelesen hast. Einer hatte geschrieben, was sehr effizient zum Leveln ist vom Craften. Hier ist Floß, ne? Ja, das hab ich. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut, macht vielleicht auch mal Sinn, weil es ist sowas, was du craftest halt nicht so oft, ne? Hamburger SV ist hier raus. Hast du den raus? Ne, er läuft wieder zurück. Ja, moin. Sag, wo ich ihn brauche. Ja. Alter, als ob das... Will ich gerade noch fertig machen, ne? Ja, klar. Entspann dich, Junge. Nein! Du entspannst dich jetzt! Mach mal einfach mal 5 Stück davon. Also es nimmt auf jeden Fall schon Form an, ne? Das ist doch dadurch, schon mal dass jetzt, die halbe Miete, ne? Das, wie heißt das? Weiß ich nicht. Die Fundament. Kannst du das abreißen? Wieso kannst du denn Rede! Die Wasserrohre so einen Struggle gemacht haben, bin ich ein bisschen sozusagen im Zeitverzug. Aber naja. Kann ich die Stadt hier wahrscheinlich abreißen, ne? So. Auch kurz mal an der Stelle angemerkt, Leute, ich bin ja die ganze Zeit hier Holzkohlefarm am Bauen. Wenn ihr wisst, wie man noch effektiver Holzkohle farmen kann, als jetzt, wie ich es jetzt in dem Fall mache, ich stelle mir jetzt ganz viele Lagerfeuer hier in der Ecke und pack da Holz rein und warte halt. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie man das noch effektiver gestalten kann, gerne in die Kommentare. Wir danken euch immer wieder gerne dafür. Also wenn du mal schwitzen willst, ne, hier jetzt in dem Turm wird ungefähr 5000 Grad, glaube ich, herrschen. Mir hier um die Dings bauen kann. Ich kann dann alles reingucken, alter Schwede. Das hier machen wir jetzt auch mal ab. Machen wir das einfach daran, das daran, so. Noch nicht so viele Lagerfeuer aufgebaut, Alter. Server Crash wegen zu vieler Lagerfeuer, ich sehe schon kommen. Oh, hier ist ja noch ein Bett, lol. Und das habe ich sogar mit Absicht dahingestellt. Sag ich, wie es ist. Ja, ich glaube, das passt so. Cool, ja. Drei Lagerfeuer, die muss ich jetzt aber noch hinsetzen, Alter. Warum kann ich das denn jetzt nicht hier so schräg daran machen, so? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so aufgebaut ist. Scheiße ist das gerade. Nervt mich gerade. Ist das hier mitten in der Luft? Leute, da ist mir gerade zu viel Stress. Wir beenden jetzt hier die Folge. Ich sag mal, ein bisschen von der Wasserleitung steht schon. Wir haben ein paar Glassachen gebaut.
Ja, war eine recht spontane Folge jetzt, wegen dem Plauder-Guy. Dann haben wir noch, wie heißt der Affe nochmal? She-Hulk. She-Hulk haben wir noch gezähmt. Ja, lasst dem Video gerne Bewertung da. Schaltet gern dann am Freitag wieder ein. Dann wieder aus der Sicht von Jan Lukas. Diese Folge wird wahrscheinlich nicht so spontan sein wie die hier. Das stimmt. Ja, lasst gerne Bewertung da und wir sind auf jeden Fall für heute raus und ciao. Ciao.